Ich habe übrigens gerade bei YouTube ein Video in meine, wie soll ich sagen, Timeline gespült gekriegt, wo jemand seinen Simrig vorstellt, was Full Motion hat und das einfach total crazy aussieht. Erste Frage, warum steht der Computer da hinten drauf? Das ist wirklich weird. Das hat Michel auch mal gemacht und dann ist ihm der Computer runtergefallen. Aber schauen wir weiter. Okay. Ich glaube, er raced gerne. Auch die Harry Potter Brille für VR, die habe ich auch. Also wenn man sich mal überlegt, dass er an einem ganz normalen Schreibtisch angefangen hat, also nicht mal Schreibtisch, sondern am Wohnzimmertisch, ist das schon ein bisschen fancy. Oh, wenn ich das ärgert mich am meisten an Monitoren, dass sie, das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich mir für 160 Euro ein Stück Plastik kaufen würde von Asus, weil mich das wirklich nervt. Aber ich habe da einen Kumpel und mein Kumpel, der hat sich einfach das Stück hier an den Monitoren weggefeilt, sodass sie wirklich komplett bündig sind. Ich bin auch gewillt, meine Monitore abzufeilen, dass sie bündig sind. Ich bin gewillt, das zu tun. On your right. Play right. Gucken wir uns jetzt alle weird. Oh, die Schilfte, Alter. Puh, sind die laut, Junge. Hä, die Musik ist doch voll geil. Okay. Ich sehe, er hat auch sehr viele. Ich hoffe, die Sicherung macht das mit beim Anmachen. Warum klackt das so? Ich könnte gar nicht mit Boxen fahren, das würde ich total weird finden. Das finde ich immer sehr interessant, dass Rig hat Motion, ja. Also Motion bedeutet, dass ein Rig auf vier, oh, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Akkuratoren? Ich glaube, Akkuratoren ist der Name. Ich nenne die Dinger mal Pistons. Das Ding steht auf vier Pistons und dann wird die Bewegung der Autos in allen Achsen simuliert. Aktuatoren heißen die. Also ja, das bewegt sich. Hey,
Aluprofile sind einfach der geilste Shit EU-West, ne? Weil du einfach alles Mögliche überall ranbauen kannst. I love it. Das einzige Problem ist nur, dass man schwarze Aluprofile echt nicht gut bekommt. Sowas kenne ich nur aus Freizeitparks früher, wo man in so einem Raumschiff saß und sich mitbewegt hat. Sowas ist das auch. Nein, genau sowas ist das auch. Also einer der, ich würde sagen, Vorreiter oder größten Vertreter diesbezüglich ist D-Box. Und D-Box hat das mittlerweile auch schon so weit gebracht, dass du das zu Hause dir unter das Sofa stellen kannst und dann bewegt sich dein ganzes Sofa passend zu einer Bibliothek, die D-Box vorbereitet hat, die mit ihren Geräten funktioniert. Dann gibt es das auch schon mittlerweile im Kino, dann gibt es das in zigtausenden Simulatoren. Also es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viel mit sehr viel Bewegung. Mhm. Boah, das ist ja der ganz krasse Shifter, ne? Ist das nicht so der das ist der Haarshifter. Der ist richtig krass. Das Schlimme bei mir ist, ne, also ich werde meinen Rig auch bald nochmal umbauen. Das Schlimme bei mir ist, dass hier die Querstrebe, wo er seine ganzen Sachen dran hat, ich immer mit meinem Ellbogen dran komme. Also meins ist genau auf der Ellbogenhöhe und ich muss meine Shifter mal tiefer machen, weil ich glaube auch, dass meine Shifter zu hoch sind, weil meine Shifter sind auf Schulterhöhe und ich glaube, das ist nicht akkurat. Die müssen, glaube ich, tiefer. Das gibt's auch fürs Sofa, ja. D-Box hat das, glaube ich, entwickelt aktuell. Das kannst du dir auf den Boden stellen und dann kannst du ein Sofa darauf stellen und dann kannst du dir das angucken. Also das Rig ist, by the way, noch teurer als meins, ne? Das möchte ich hier ganz kurz mal festhalten. Das hier, alles, was ihr da gerade seht, ist teurer als meins. Also wenn ihr mal denkt, so, dass das da drüben Endstufe ist, Pustekuchen ist nicht. Das hier ist viel teurer noch. Das ist schon ein bisschen geil. Lol, der hat wirklich eins von D-Box. Oh, ich bin so neidisch, ne? Boah, ich hätte das auch so gerne, ne? Aber da muss ich noch ein bisschen sparen. Ja, das kostet auf jeden Fall ein bisschen viel mehr Geld als meins. Da habe ich ja dagegen eine Standardausstattung. Ja, wie geil, ey. Richtig schön. Wirklich. Es geht nicht Vanilla, es geht nicht nur also das müssen wir ganz kurz mal besprechen, weil es gerade steht. Ja, was nützt das beste Zeug, wenn man nicht fahren kann, sozusagen? Das spielt keine Rolle. Also das spielt wirklich keine Rolle, ob man fahren kann oder nicht. Weil das hier, das kauft man sich nicht, damit man fahren kann. Das kauft man sich, damit man theoretisch das Gefühl hat, man könnte im Real Life so fahren. Dafür kauft man sich das. Leute, die schnell fahren wollen, die fahren auch auf dem Controller schnell. Oder auf der Tastatur. Das spielt wirklich keine Rolle. Das hier, das kaufst du dir nur, damit du das Feeling hast. Ah, ich fahre gerade richtiges Autorennen. Also das da braucht man auch alles nicht, by the way, um zu fahren. Das braucht man auch nicht. Was hast du denn? Richtige Gönnung, ey. Ich freue mich so sehr für ihn. Ich kann ja viel nicht nachvollziehen, was Menschen machen. Aber das hier... Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich freu mich so sehr über, also dass er das zu Hause hat. Wie geil.
Da, die, da hat auf jeden Fall die Kreditkarte geglüht bei dem Einkauf hier. Was schätzt du, was das gekostet hat? Weit. Also ich würde mal so, wenn er nicht irgendwo ein Schnäppchen geschossen hat, weit über 20. Weit über 20.000. Also schon allein D-Box, also selbst bei dem günstigsten D-Box steigst du bei 7.000 ein. Also nur D-Box bist du bei 7.000. Das Rig mit dem ganzen, würde ich mal sagen, mit allen Anbauten, den ganzen Pipapo, vielleicht bei 1,2, 1,3. Diese ganzen Gadgets hier, die überall dran sind, dafür kannst du wahrscheinlich auch nochmal alles zusammen zwei Schleifen rechnen. Die Pedale würde ich jetzt mal, ich kenne die Pedale nicht, aber die werden auch weit über 2.000 kosten. Die Ultimate hat weit über 2.000 gekostet. Also die Wheelbase, er hat glaube ich 4 Lenkräder gehabt oder so. Dafür kannst du mal über den Daumen peilen auch nochmal circa 4.000 Euro hinlegen, weil er hat jetzt sogar Porsche Replika da drin und ich glaube, das war gar nicht so günstig. Denn das ganze Teufelzeug, so, keine Ahnung, was das kostet, aber VR-Brille noch, 4090 hat er drin, 7.900, also schon alleine der Rechner, würde ich mal über den Daumen peilen, so auch nochmal 4K. Also wir sind weit über 20. Ja, schönes Ding, ey. Dich sehe ich aber auch bald in so einem Rig. Mmh.